wo Stadt Buchs oben in die Decke hängt, da ist Stadt Buchs drin. 20 Aussteller in einem riesigen Zelt drin. Wie gross ist das Zelt? Das Zelt selber kann ich nicht sagen, aber ich weiss, dass wir 900 Quadratmeter besitzen mit 20 Ausstellern, wie schon gesagt. Und wir haben es noch nie so viel gehabt. Es ist eine Premiere, dass wir wirklich mehr als 900 Meter haben. Es hat viel Arbeit gegeben, auf jeden Fall. Wir sind bis eine halbe Stunde vor Eröffnung immer noch gesprungen. Aber wir haben alles können bewerkstelligen. Das ist gut. Mir? Was heisst mir? Du bist ja bei der VfA, ja, ich bin der gezeichnet hat, der Bruno Töni, mein Kompagnon, sage jetzt, er hat die ganze Administration gemacht. Er muss natürlich schauen, dass so wieder Geld reinkommt. Selbstverständlich, er hat für die ganzen Billets geschaut, für Werbung und. Es sind ein paar Stunden, die du investierst für das Ganze. Aber ich denke, es hat sich gelohnt, wenn ich hier rundherum schaue, wenn ich Gesichter sehe von den Ausstellern, von unseren Partnern, von unseren Mitgliedern, vom Treffpunkt, respektive von der Wirtschaft Buchs, muss ich sagen, wohl, es hat sich gelohnt. Eben, also denke ich auch, wenn ich da so ein bisschen umschaue, also eine riesige Freude, das Wiegenfieber, da greift bereits. Man merkt, wie du sagst, das Wiegenfieber, es ist ein Miteinander, nicht nur bei uns im Stand hinten, da in der Wirtschaft Buchs Beiz, wo man sich eigentlich trifft vor der Wiege wie auch nach der Wiege. Schön für mich ist, wenn du zur Wirtschaft Buchs rausgehst und übergehst auf Grabs oder ins Wartau, auf Gams, wie auch immer, du bist überall willkommen. Merkt man, wenn man durch die Wiege durchläuft, merkt man das irgendwie, dass Buchs Metropolen ist? Also, wie geht es dir da? Wir sind jetzt einfach die Ersten hier in der Wiege, als ersten Platz. Aber ich denke, wenn man auf Grabsee kommt, wenn man auf Gamsee kommt, man fühlt sich überall wohl und dann ist man sofort wieder in einem neuen Zentrum. Du arbeitest bei der VfA. VfA ist ein grosser Sponsor von dieser Wiege. Hat mich ein bisschen überrascht, ist es dazu gekommen, weißt du das? Das ist schwierig. Ich sage, so in den Anfängen, wo es noch nicht sicher war, wie es weitergeht, ist man eher ein bisschen zurückgehalten gewesen, aber ich denke, dass man in die neue Geschäftsleitung Vertrauen haben. Wir haben so gemerkt beim Aufbau, das ist eine super Zusammenarbeit. Und wenn man Vertrauen hat, dann dürfen wir auch mithelfen, um etwas Neues aufzubauen. Ein Haufen Verstand, aber natürlich immer auch Geselligkeit, das ist meine letzte Frage. Also ihr habt hier einen Beiz natürlich, andere Gemeinschaftsstände haben auch einen Beiz. Da trifft man sich, da kann man vielleicht sogar neue Kontakte knüpfen und kommt vielleicht sogar mal jemand aus der Nachbargemeinde ein bisschen näher, oder nicht? Ich denke auf jeden Fall, vor allem Kontakt knüpfen. Viele Kontakte hast du schon. Du hast vielleicht den Namen im Kopf, aber du hast das Gesicht nicht dazu. Da findest du es in der Wirtschaft Buchs wie auch an der ganzen Wiege. Ja, wenn du mal die Runde gemacht hast, dann nachher kannst du quasi deine Namen mit Gesichtern auffüllen. Und das ist schön, wenn man sich noch persönlich kennt.